Herzlich willkommen, Freunde, hier zu diesem neuen FIFA 18 Video und heute habe ich die Ultimate Scream SBC Lösung für euch am Start und dann dazu noch zwei 15k Sets und ein Team of the Week Leihspieler Set, welches ich eben bekommen habe, da ich ja die Icon Edition habe und das ist eben die Lösung für die Ultimate Scream Edition. Lasst gerne auch einen Daumen nach oben da, falls ich immer SBC Lösungen und so zeigen soll und ja, ich zeige euch hier einfach mal, welche Spieler ich da so habe. Ihr könnt die Lösung 1:1 so nachbauen, ihr braucht da keine Loyalität etc. Das könnt ihr 1:1 genauso machen, wie ich es gemacht habe. Die Spieler sind teilweise extrem gestiegen und ich habe zum Glück ein bisschen investiert gehabt. Zum Beispiel so Basic habe ich für 4000 geholt und der kostet einfach gerade so circa 8000 Münzen. Das heißt, der ist im Preis gestiegen. Der ist sozusagen doppelt so viel wert wie vorhin. Den könnte man theoretisch verkaufen, aber ich möchte unbedingt eine Scream-Karte ziehen und ich hoffe natürlich, dass wir da was Gutes ziehen. Zum Beispiel ein Ribéry oder so. Das wäre schon ganz sick und deswegen sende ich das Ganze mal ab. Schreibt mir unbedingt doch in die Kommentare, welchen Spieler ihr aus dieser SBC gezogen habt. Und hier sehen wir auch schon, dass wir das Pack bekommen haben. Und jetzt haben wir sozusagen ein kleines Pack-Opening am Start. Und ja, Freunde, für alle, die sich auch fragen, wann endlich wieder dein Team kommt, ich bin am Produzieren, ich bin am Vorbereiten für die nächste Dein Team-Folge. Also ich baue gerade die ganzen Teams auf der PS4 nach. Das dauert aber ziemlich lange, also das ist ziemlich zeitaufwendig eigentlich. Und ich habe halt, wie gesagt, gerade auch nicht so viel Zeit. Deswegen, ja, versuche ich da einfach, dass da in den nächsten Tagen dein Team endlich wieder kommen wird. Ihr könnt mir eure Teams bei Instagram senden. Es wurden mir allerdings schon sehr, sehr viele Teams gesendet. Deswegen versuche ich da, ja, verschiedene Teams rauszunehmen. Günstige Teams, teure Teams und so, damit ihr da auf jeden Fall eine gute Abwechslung habt. Und hier ziehen wir Bernardeschi mit einem 82er Rating. Das ist jetzt gar nicht mal so schlecht im ersten 15k-Set. Wir drücken hier mal drauf und schauen, was der Wert ist. Ja, immerhin 1000 Münzen, sage ich jetzt mal. Und den Rest, den packen wir in den Verein. Und dann haben wir auch noch 1000 Münzen ganz am Ende dran. Und den Gomez mit 92 Tempo. Sieht richtig sick aus, die Karte. Ist aber leider nicht so viel wert, weil die Liga eben nicht so nice ist. Und dann würde ich sagen, öffnen wir das TDW Leihspieler-Set. Das ist auf jeden Fall jetzt hier, ein Spieler, den ich, glaube ich, für 3 Spiele haben kann. Ja, genau so sieht es aus. Und es ist ein Deutscher, es ist ein Stürmer. Und das ist dieser Duxch von Holstein Kiel. Und ja, den haben wir hier auf jeden Fall gezogen. Ist natürlich jetzt kein geiler Inform. Da hätte gut und gerne was Besseres drin sein können. Aber ich nehme es natürlich mit. Durch die Icon Edition hat man da eben immer wieder diese Packs. In den ersten 20 Wochen kriegt man ja, ja, 2 15k-Sets und eben dieses TDW-Set. Ja, jede Woche geschenkt. Und dann schauen wir mal, was wir hier im nächsten 15k-Set ziehen. Es ist ein Leinwandspieler. Come on, bitte. Bitte, bitte, bitte. Deutschland, Torwart. Oh, Fährmann. Es hätte Neuer sein können. Aber mit Fährmann kann man leben. Mit Fährmann kann man leben. Deswegen schaue ich mal nach, was der gute Mann wert ist. Das ist immer diese Spannung. Weißt du, es kann so eine Scheißnation kommen, wo man weiß, okay, da ist der Spieler safe nichts wert, aber es kann halt auch zum Beispiel eben so eine Nation wie Deutschland kommen, wo dann auch ein Neuer sein könnte oder vielleicht auch, keine Ahnung, ein Boateng oder so oder ein Marco Reus. Also da lebt die Hoffnung, sag ich mal. Also da besteht dann dennoch die Möglichkeit, dass was Geiles drin ist. In dem Fall, ja, ist Fährmann leider nur unter 3000 Münzen wert. Ich dachte, dass der auf jeden Fall auch mehr wert ist, war aber leider nicht so. Und wir drücken hier direkt drauf das letzte Pack. Wie gesagt, schreibt mir in die Kommentare, was ihr gezogen habt. Und es ist so ein Halloween-Spieler. Und ich hoffe, dass da jetzt was Geiles drinnen ist. Come on, England, Stürmer, das ist... Oh mein Gott, das ist Sturridge! Das ist Sturridge, Alter, diese Animation, wie sick ist die? Jawohl, Sturridge ist sick. Ich dachte, es ist Peter Crouch. Aber Sturridge ist richtig, richtig sick. Ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber der war früher in FIFA größer und ist jetzt kleiner geworden. Keine Ahnung, da hat EA irgendwie einen Fehler gemacht. Und der Spieler ist untauschbar. Scheiße, Mann. Nein, ich dachte, der Spieler ist tauschbar. Ich bin so ein Idiot. Ich dachte, der ist tauschbar. Schade, schade, schade. Aber es wird sicher SBCs geben, wo man Scream-Spieler braucht. Und da habe ich jetzt auf jeden Fall einen. Schade, schade. Ich dachte echt, dass der tauschbar ist. Aber wir schauen einfach mal nach, was Sturridge wert gewesen wäre, wenn man ihn verkaufen könnte. Und übrigens kann man den auch in der Weekend League nehmen. Denn ich glaube, dieses Wochenende müsste es so sein, dass die Spieler, also diese Ultimate Scream-Spieler, dass die extrem geile Werte bekommen. Also die haben ja eben übers Wochenende dann
krasse Werte. Falls ich jetzt irgendwie was Falsches sage, schreibt es mir in die Kommentare, aber es müsste so sein, dass die eben einen richtigen Werte-Push bekommen, aber eben danach dann wieder die normalen Werte haben. Also die erwachen sozusagen in der Nacht dann eben zu diesen Halloween-Karten. Und ja, der ist ja immerhin so 40-50k wert, also ja, ich kann ihn leider nicht verkaufen, aber an sich hätten wir Gewinn gemacht mit der SBC. Und ja, Freunde, dann würde ich sagen, war es das auch schon wieder mit dem heutigen Video. Falls es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Ich werde, wie gesagt, versuchen, jetzt auch dein Team aufzunehmen. Dann habe ich noch 5 versteckte Dinge in FIFA 18, die ich euch präsentieren möchte. Es gibt einen Foot Champions Glitch wie letztes Jahr und einen Stadion Glitch gibt es auch. Und dazu möchte ich auch ein Video machen. Also das sind so die Pläne für die nächsten Tage. Und ja, Freunde, das war's mit dem Video. Lasst gerne einen Kommentar da, falls ihr mir irgendwas sagen wollt. Lasst einen Daumen nach oben da, falls es euch gefallen hat. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Habt immer High Hopes und ciao.